Winzergenossenschaft Oberbergen ist beste Winzergenossenschaft Deutschlands. Herzlichen Glückwunsch an den Kellermeister Wolfgang Krupp. Vielen Dank. Besonders aufgefallen sind uns Ihre Weine aus der Edition TT. Können Sie uns erklären, was die Weine aus der Edition TT ausmacht? Ja gut, das sind jetzt praktisch jetzt im Frühjahr werden die Trauben halbiert. Das heißt, TT steht für Traubenteilung. Das heißt, dadurch halber Ertrag natürlich. Ausbau dann im großen und kleinen Holzfass. Alle Weine von Ihnen kommen aus der Oberbergener Bassgeige. Was zeichnet die Oberbergener Bassgeige aus? Ja gut, das sind verschiedene Gebiete natürlich auch, wo der Ursprung der Lage eigentlich herkommt. Dann natürlich auch die Kleinterrassen. Ist hauptsächlich Lößboden auf der Südseite und auf der Nordseite ein Vulkanverwitterungsgestein. Wie reagieren Sie im Kaiserstuhl auf die Klimaerwärmung? Das ist ja ohnehin die heißeste Gegend Deutschlands. Ja gut, man muss die Lese dadurch natürlich zum richtigen Zeitpunkt starten. Die Trauben beobachten, dass die Mostgewichte nicht zu hoch hinauslaufen. Da haben unsere Winzer aber jetzt auch informiert darüber. Und wir werden in Zukunft auch einen Korridor erschaffen, wo der Winzer dasselbe Geld kriegt, ob er jetzt 75 oder 85 Grad öchselt, Beispiel irgendwo Müller-Thurgau, lese, dass die Winzer auch zurzeit wirklich früh gehen. Des Weiteren haben wir auch einen Berater, der weltweit unterwegs ist, der sich natürlich mit südlichen Gefährden auskennt, wo uns da berät, zwecks auch Säuerung, wenn die pH-Wertsenkung, wie man da richtig reagiert. Heute ist der 26. August. In anderen Jahren waren wir da schon fast mitten in der Lese. Dieses Jahr ist es noch ein bisschen hin. Lässt sich schon irgendwas über den Herbst 2021 sagen, was einen erwarten kann? Ja gut, letztes Jahr haben wir wirklich um diese Zeit Sektgrundwein gelesen. Dieses Jahr wird es noch 4 Wochen dauern. Erwartungen werden bei uns ein bisschen heruntergeschraubt, weil wir hatten im April Frost. Da gibt es Stücke in den oberen, in den höheren Lagen, wo erfroren sind. Da gibt es noch 20, 30 Kilo zum Teil, 40 Kilo. Je weiter das man runterkommt, je besser wird es natürlich, aber die Ernte wird schon geringer. Ja, vielen Dank und gerne. Viel Erfolg im Herbst und weiterhin so tolle Weine hoffentlich. Ja, hoffen wir doch. Ja, vielen Dank. Ich danke. Bitte.